Über seine Methoden wurden schon in vielen Medien berichtet. Ausgezeichnet zum International Top Speaker Martin Geiger. Die Zeiten haben sich drastisch geändert. Jede einzelne Stunde kriegen Sie 1000 neue Informationen. Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir jetzt damit um? Der kommt sehr, sehr sympathisch rüber, sehr bodenständig. Und er spricht, glaube ich, eine sehr breite Zielgruppe an. Hören Sie, es kommt keiner mehr zur Tür rein und sagt, grüß Gott. Die erste Frage ist, gibt's Netz? Es sprüht vor Ideen und Witz und das macht es halt einfach gut zuzuhören und auch dabei zu bleiben. Meinem Sohn habe ich jetzt erstmal ein 3 Meter langes Ladekabel gekauft. Der soll einfach auch mal raus was erleben. Begeisternd, eloquent, praxisnah, einfach innerlich aufwühlend. Und Sie müssen Ihre Zeit verteidigen, als ging es um Ihr Leben, weil das tut's. Mit jeder Mail, mit jedem Anruf, den Sie entgegennehmen, Sie arbeiten immer gerade die To-Do-Liste eines anderen ab. Kurzweilig dargestellt, was er gemacht hatte, hat mir sehr gut gefallen, ist zeitgemäß, passt in diese Welt. Ich gebe Ihnen jetzt einen Satz, mit dem können Sie ab sofort Nein sagen, um ein Vielfaches leichter. Im Moment muss ich leider Nein sagen, aber wenn sich was ändert, rufe ich dich an. Das setze ich nach wie vor um. Ich muss sagen, das ist sehr erfolgreich. Das spart mir erhebliches an Zeit. Und heute habe ich noch mal ganz besonders die 72-Stunden-Regelung mitgenommen. Wann immer du ein Ziel hast und du machst den ersten Schritt auf dieses Ziel nicht binnen 72 Stunden, ist die Chance, das Ziel jemals zu erreichen, 1 zu 99 gegen sie. Das Ganze super schnell auch auf den Punkt zu bringen und einem so nahe zu bringen, ja, dass man es sich merkt. Jede Mail bedeutet für Sie eine offene Schublade. Machen Sie die bitte nur auf, wenn Sie auch wieder schließen können. Ihre Energie geht runter und Sie haben nichts erledigt. Und ich will Ihnen ein bisschen die Angst vor dieser Geschwindigkeit nehmen. Wenn wir in diesem Hamsterrad drin sind, dann rollt es, das weiß ich auch. Aber ein Hamsterrad von innen sieht ja irgendwie aus wie eine Karriereleiter, ne? Die Souveränität auf der Bühne, die Präsenz und dass man wirklich spürt, dass er mit Herz und Freude bei der Sache ist. Action, darum geht's am Ende des Tages. Es gibt kein Sollte, Hätte, Könnte, Würde. Einfach mal machen. Ich glaube, in Zukunft werden langsame Unternehmen schneller scheitern. Und es geht ganz leicht. Sie müssen nur entscheiden, Gepard oder Schnecke. Und wenn Sie sich richtig entscheiden, dann werden Sie sagen, schnell und gut schlägt langsam und perfekt. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Nutzen Sie es. Sie haben nur das eine. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.